dass doch vielleicht einiges sich gelöst hat. Leider bestätigte sich dieses in Guben nicht mit dem Ausrutscher 06. Aber heute, bis jetzt, sind sie drauf und dran, hier gegenzuhalten. Da wollen wir abwarten. Das war Chuck. Gefährlich, dieser Freistoß vom Nationalspieler. Er bewegt sich zwischen Kreisklasse und Weltklasse, so das Urteil der österreichischen Kollegen. Und wir sahen in der Zeitlupe, da hat nicht allzu viel gefehlt. Aber ansonsten, gerade bei diesen Freistoßvarianten, scheint mir der PSV doch sehr gut eingestellt worden zu sein. Hasenhüttl-Plewa sind abgeschirmt. Da hatte Stöger jetzt keine Anspielmöglichkeit. Und hier Abseitsposition eindeutig von Hörmann. Riskiert dennoch den Schuss. Also so ein großer Lärm war hier nicht im Ostseestadion, dass er den klaren Pfiff des dänischen Schiedsrichters auch erwartet worden. Prosenik. Und dann ist es doch passiert. 1:0. Milewski, der Torschütze. 34 Minuten gespielt. Schauen wir es uns noch einmal in der Wiederholung an. Da steigt er hoch, ist ungedeckt, kommt zum Kopfball. Minklay ist noch dran, aber kann den Flug des Balles nicht mehr aufhalten. 1:0, die Führung der Austria. Und der war knallhart und abgefälscht. 2:0. Chuck, der Torschütze, der Spezialist. Da konnte Minklay nichts machen. Damit läuft jetzt ab der 35. Minute das Spiel in geordneten Bahnen nach der Fußballlogik. Abgefälscht dieser Ball. 2:0. Freistoß. Chuck. Range. Wohlfahrt. Beste Aktion der Schweriner in dieser zweiten Halbzeit. Erste Mal, dass sich Franz Wohlfahrt lang machen musste. War Milewski schon wieder auf lauer Position in Aktion. Das hatte früher schon einmal einen ganz anderen Klang in den 30er Jahren. Und hier beweisen sie, warum sie auch ein wenig am Image eingebüßt haben. Denn solch eine glasklare Torchance muss genutzt werden. Wieder von Chuck eingefädelt. Spezialist für solche Situationen. Immerhin kurz entschlossen. Was will man da mehr verlangen? Und zu Recht auch der Beifall vom beifallsfreudigen Mecklenburger Publikum. Denn es sind ja nicht alles Schweriner, die hier die Reise angetreten haben, sondern auch eine ganze Anzahl Fans, die ansonsten dem